Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lufia, nunmehr Teil 11. Ich bin Kagami. Freue mich riesig, dass ihr immer noch am Ball bleibt. Das heißt, dass ich hier nicht ganz so schlecht sein kann. Ja, wie immer fassen wir ganz schnell zusammen, was wir in der letzten Episode gemacht haben. Wir sind ins Königreich Rosalka gereist, haben hier unseren blauhaarigen Freund Deka getroffen, der ja einen komischen Bösewicht namens Idura verprügelt hat und sich ziemlich über ihn lustig gemacht hat. Darauf hat Idura sich in der Nordhöhle niedergelassen. Der König, der Prinz dieses Königreichs ist dann in die Nordhöhle gerannt, um diesen Idura fertig zu machen. Ist dort natürlich gefangen genommen worden, weil er eigentlich nichts drauf hat. Wir sind dann zusammen mit Selan und Tia und Guy auch in die Höhle reingegangen, haben dort alles durchforstet, haben ihn dann gefunden, haben diesem Idura bzw. seinen Monsternetz auf den Deckel gegeben, zusammen mit Deka. Und ja, es stellt sich nun mal heraus, dass Gardes im Turm im Osten ist und unsere lieben Herren haben wohl doch ein bisschen mehr Grips, als sie am Anfang vermutet haben. Die haben nämlich die lieben Mädchen weggeschickt, auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht für so schlau halte, und wollen jetzt diesen Gardes-Typen ganz alleine fertig machen. Ja, das ist unser heutiges Szenario. Geht auf in den Ostturm und dann werden wir mal gucken, was uns dort erwartet. Auf geht's! Da haben wir ihn doch schon. Okay, gleich im ersten Raum ein kleines Rätsel. Aber das lässt uns jetzt erstmal kalt. Wobei ich das nicht wirklich als Rätsel empfinde, glaube ich. Schauen wir doch erstmal, was es hier so gibt. Nun eine Hinweistafel, interessant. Okay. Wie sah das eigentlich mit unseren Kapselmonstern aus? Das ist eine Weile her. Unsere liebe Yuri, wir hatten aber glaube ich nicht so viel zu essen für die. Beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Gut, dann würde ich sagen, da wir den Turm noch nicht angefangen haben, machen wir noch einfach mal auf. Ah, wir haben keinen Warp-Zauber. Unsere lieben Mädchen sind ja nicht da. Ja, dann müssen wir ganz schnell zurücklaufen. So, wie viel Geld haben wir? 42.000, das ist jetzt nicht so viel. Ein Itemladen. Genau. Warp Armor. Genau. Zwei Stück. Wenn ich mich nämlich recht erinnere, dann ist unsere liebe Yuri im letzten Part die ganze Zeit nur gestorben. Das war nicht ganz so lustig. Nach Tarika. Und dann holen wir uns doch mal ein bisschen Apfelsaft, weil ich glaube, darauf standen die Teile. Kaufen wir erstmal nur 10, nicht, dass wir uns jetzt hier völlig verkalkulieren. Ja, genau. Schön.
So, und das hat doch auch, glaube ich, wenn ich mich ebenfalls nicht täusche, sogar jetzt noch geklappt. Das sind, glaube ich, 32 oder 30 Balken. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal aufs Ganze. Und dass wir unsere liebe Juri direkt auf Rang 3 kriegen. Keine Angst, ich werde, wenn es sich irgendwann anbietet, alle Kapselmonster aufleveln. Hoffen wir mal, dass sie jetzt vielleicht doch nochmal ab und zu einen Apfelsaft möchte. Schön. Dann sparen wir uns sogar noch welche. Holzhelm und Armreif konnten wir, glaube ich, auch eigentlich kaufen. Holzhelm, wo ist denn der? Können wir das nicht irgendwie sortieren? Ach, da. Da haben wir ihn. Und da ist Juri zu einem Engel geworden. Ich fand die Fee eigentlich niedlicher. Aber gut. So. Wo haben wir dich, lieber? Ach so, wieso nicht? Außerhalb der Stadt. Das war ja kein Zustand letztes Mal. Die ist ja wirklich nur gestorben. Dann geht's halt jetzt auf in den Ostturm. Okay, und der komische Satz war, schlage dreimal auf den roten Wächter und die Welt wird gerechter oder so ähnlich. Muss ich teleportierende Kürbisse? Neun. Aber die war als erstes dran, Juri, oder? Sehe ich gerade. Okay, das könnte sich in diversen Situationen auch als nützlich herausstellen. Oh, 65 hat Sky abgezogen. Das ist nicht so schwach. Hoppla. Nein. Oh, 72. Die hauen hier allgemein ein bisschen härter zu. Kann das sein? Weiß, okay. Also da kann man so nicht so viel Abwehr, wie sie aussehen. Boah. Na gut, das Problem ist, ja, dass man es so macht, sonst stirbt er uns jetzt. Endlich mal Gegner, die sich wehren. Okay, diese komischen Würgerviecher haben sich auch ganz schön gewehrt. Oder wie die hießen. Oder Klatscher aus dem letzten Part.
Autsch. Heilakku. Es scheint Statusveränderungen zu heilen. Da haben wir unsere verbesserten Stiere. Die sind noch vor Yuri dran. Ah, das ist ein Krampf, nur mit langsamen Charakteren rumzulaufen. So, geh einfach tot. Geh einfach tot, ganz genau. Schön. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Hätten wir doch fast die Wände vergessen, so schnell wie wir das hier rumgekriegt haben. So, eine riesige Wand. Auf in den nächsten Raum. Schon wieder eine Säule. Die sind hier irgendwie trendy, wie es aussieht. Was halt so rummachen. Na, komm schon. Ein 109er Crit von unserem lieben DK, der 3 Level unter Guy und Maxim ist, oder sogar 4. Das ist eine Attacke. Wenn da von 3 gleichzeitig da wären, Mann. Oh nee, Yuri ist gestorben von 2 solchen Angriffen. Das wird wohl nicht ganz so einfach, sie zu leveln. Maxim ist nicht der beste Heiler. Uns werden die Magiepunkte also sehr, sehr schnell ausgehen. Oh, das wäre doch gelacht, damit wir das nicht irgendwie hinkriegen. Kein Geheimgang, kein Geheimgang. Okay. Bald weiter. Nee. Helly. Ah, die haben so viel Abwehr.
Klasse, haben wir nicht irgendwas, was wir gegen die zaubern können? Ich probiere mal Schock aus. Liebe ich jetzt schon. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht so oft in diesen blöden Turm. Boah. Geht weg, ihr komischen Schnecken. Wir brauchen keine 3-Stunden-Parts. Nur weil ihr die ganze Zeit da rumrennt oder steht und abwehrt. Genau, 119. So wollen wir das sehen. Einfach zum Matsch hauen. Und wieder ein Raum weniger. Geht ja ganz fix voran. Mit Ausnahme von diesen Schnecken gerade. Schauen wir doch erstmal hier rein. Ey! Es portet sich schon direkt neben mich, um zu sterben. Oh, jetzt wehrt das Vieh auch ab. Was geht mit dieser Abwehr? Ihre Next Generation Tactics entworfen. Ja, so ein bisschen wünsche ich ja, dass unsere liebe Yuri auch einen Angriffszauber hätte. Das ist nicht die beste Sache gewesen, die du jemals gemacht hast. In der kurzen Zeit, die du bei uns gewesen bist. Nein! Was ist das denn? Oh Mann! Königsfrosch! Nein! Oh, Yuri, damit hast du alles wieder gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das war nice. Sterbt, sterbt, sterbt.
sorry, eine Nachricht gekriegt. Auch so warum, weil eigentlich habe ich das schon gemacht, aber gut. Sterbt, sterbt, sterbt. Nein, Yuri ist geflohen, was soll das? Na kommt schon, ihr komischen schon Sandviecher, geht einfach tot. Hat ich jetzt schon alles abgecheckt? Nee. Gut. Weiter geht's. Ja, es ist halt wieder so eine Stelle. Es sind ja eigentlich keine Rätsel da. Deswegen gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Wir kloppen uns halt momentan einfach bloß den Weg frei. Oh, lass die Yuri in Ruhe. Die muss Level steigen. Geht kaputt, geht kaputt. So. Nein, Yuri, das ist der falsche Spell. Das war zwar die richtige Person, aber der falsche Spell. Ach, Mann. Nichts so Tolles. Naja, immerhin ein bisschen Damage. Okay, die Wasserfontäne war... Achso, ich habe doch das viel gemacht, ja. Okay. So. Geht einfach tot, Kürbisse. Was ein Kürbisjuwel haben die ausgespuckt? Das kannst du. Ja, Int und Magieabwehr gibt es ja. Naja. Dann belassen wir es doch erstmal dabei. Könnte ein Rätselraum sein. Ich hoffe es doch einfach mal. Wir wollen es ja nicht nur mit Monstern prügeln. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Wir wollten mich auch ein bisschen leiden sehen. So, was haben wir hier Schönes? Ja, toll. Ach ja, ein Raum voller Viecher. Aber Schatzkisten.
tot. Vom Kirchenlied wird er jetzt nicht sterben, aber komm. Oh, ausgerechnet die Wert ab. Naja, Hauptsache sie stirbt wenigstens in diesem Zug. Und Mann. Noch mehr Schnecken und Kürbisse und Stiere. Wenigstens hat dieser Blitzspell Area of Effect, das heißt also, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne vier einzelnen totschlagen. Das ist ein bisschen, ja. Sterbt. Wir wollen nicht euch, nur eure Schätze. Toll, Hammer, mega geil. Na kommt. Genau, Yuri, widerstehe dem Monster-Core. Du bist ein Kapselmonster. Du kannst von nichts getroffen werden. Oh, was für ein Krampf. Sterbt! Oh, warum hauen die hier so hart zu, Mann? Was soll das? Zeit für einen Heal. Nee, das war sowohl das falsche Ziel als auch der falsche Spell, Yuri. Das müssen wir wirklich noch üben. Und da ist die Shelly kaputt. Aber wir haben so gut wie keine Magiepunkte mehr. Das sieht nicht so gut aus. Ach, lasst mich in Ruhe. Hört auf mich zu schlagen. Eins. Ich will meine beiden Mädchen wieder haben. Ich will meine sexy Hexi und meine Tia wieder haben. Das ist ja kein Zustand. Damit ist Stier Nummer 2 tot. Genau. So, und tschüss. Wenigstens haben wir einen Krafttrank gedroppt für den Fall der Fälle. Halt, so. Wir wollen alle treffen. Sehr schön. Viel besser als dieses Drei-Stiere-System.
Tja, das ist... Was soll ich groß sagen? Ja, wir haben halt drei Kerle. Der eine ist ohne Mana, die anderen beiden haben nicht mal Mana. Deswegen bleibt uns eigentlich bloß draufschlagen übrig. Oh, mach jetzt nicht auch so einen Scheiß, Sandsturmring. Nein. Da hab ich gar keine Lust drauf. Damit ist Yuri Geschichte. Toll. Du willst mich verarschen. Nicht mal Jesus hätte Verstärkung gerufen, Mann. Und er hat viele Jünger gehabt. Sei einfach tot. Ja, das war's mit unseren Magiepunkten. Ein Muskelring, ja, das passt doch wesentlich besser zu unseren drei Typen als so ein komisches Kürbisjuwel. Was sollst du drauf haben? 10 Damage. Na gut. Er ist so lahm, er kommt eh nicht dran, also. Dann soll er lieber ein bisschen härter zuhauen. Haben wir es endlich geschafft? Die ganzen Viecher in dem Raum? Sehr schön. Armor. Oh, stimmt ja. Das habe ich fast vergessen. Dass der nicht irgendwie sowas hat. Nicht Yuri schlagen, Yuri soll healen. Das wäre super, wenn du dein Kirchenlied einsetzt. So, damit bist du auch mal... Nein, du bist noch nicht Matsch. Du willst nochmal zurückschlagen. Genau, zieh mir 48 ab. Zieh ihm 40 ab. Ganz großes Kino. Das, ich wollte gerade schon sagen, das kann aber auch kein Rätsel sein eigentlich. Ich muss mich irgendwie healen. Nein! Lasst sie in Ruhe! Nein! Yuri! Du kannst uns nicht im Stich lassen! Aber gut, bei den Viechern, oh. Hallo, es ist gut! Alter! Oh.
Oh, was wollt ihr denn von dem? Das geht ja gar nicht. Lasst ihn sich einfach heilen, Mann. Aber gut, wie gesagt, endlich noch ein paar Gegner, die sich wehren und die sich nicht einfach tot prügeln lassen. Auch wenn mir diese ganze Charaktersache, die wir momentan haben, überhaupt nicht gefällt. Ja. So, damit haben wir die nächste Etage auch so ziemlich abgegrast. Kommen wir hier jetzt zurück. Moment mal. Ah. Mann, so war das nicht gedacht. Ich hatte doch da hinten, glaube ich, diesen einen Raum gar nicht gemacht. Da mir das hier so vorkommt, als würden wir Richtung Endgegner laufen, werde ich gleich nochmal zurückgehen. Wollen ja auch nichts auslassen. Stier Nummer 1. Stier Nummer 2. Nein, Juri. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Du darfst nicht weglaufen. Ach. Ja, klasse. Aber gut, wir wollten ja eh alle Viecher umbringen. Also komm her, Stier. Du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Du weißt auch, was jetzt kommt, komische Sandviper mal 2. So, der Crit sollte dafür sorgen, dass Maxim dich jetzt eigentlich umbringt, bevor du angreifst. Das wäre doch mal was. Na, na, na? Schön. Und dann kommt noch der komische Kürbis. Ihr wollt nochmal sterben? Bitte! Dann sterbt ihr halt nochmal. Hat dieser Turm eigentlich kein Rätsel? Weil momentan schnitzeln wir uns ja eigentlich wirklich bloß von einem Raum zum nächsten. Fein gemacht, Juri. Thank you.
bist kaputt. Du hast es verstanden. Ja, Wasserfontäne, Mann. Wasserfontäne. Irgendwelche Wasserviecher, voll. Alter, hat das Zornpunkte gekostet. Damit haben wir die erste Schnecke kaputt und die zweite Schnecke ist auch kaputt. Schön. So, hier waren wir schon. Machen wir links, also geht es jetzt auf nach rechts. Vor allem ein Crack rauchender Froschmann. Was geht, ganz ehrlich. Nein, das kann doch nicht treffen, Mann. Ich will nicht, dass das trifft. Das ist voll behämmert, dass das trifft. Dicker! Nein! Du hast die Juri umgebracht. Was haben die alle gegen Juri, Mann? Genau, wir verprügeln euch, ihr blöden Frösche. Das ist unverzeihlich, was ihr da gemacht habt. Oh! Genau, du bist tot. Wir wollen nicht dich, sondern wir wollen deine Wände zum Durchsuchen. So. Das wird dann wohl so eine Art Abkürzung zurück darstellen, keine Ahnung, was das bringen soll. Gruselfliege. Boah. Schon wieder Gegner, die als erstes dran kommen. Ich will meine Mädchen wieder haben. Schön. Brav. Ich hoffe, die halten jetzt auch nicht so viel aus. So, Juri, du darfst nicht fliehen. Nicht fliehen, Juri. Schön. So viel ab, Mann. Todeskutte. Na kommt her, ihr Todeskutten. What? Check ich zwar nicht, DK und Maxim haben die gleiche Waffe. Ich wollte Gaia eigentlich gerne healen lassen, aber er ist der Einzige, der Damage macht. Das wäre kontraproduktiv. Lasst Juri in Ruhe, Mann. Blöden Viecher.
kenne das nicht mal als Kutte, ganz ehrlich. Das ist... Keine Ahnung. Oh gut, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Ja, bald war's das komplett mit unserer Heilung. Ich hoffe, dass wir nicht so weit von einer Heilquelle entfernt sind. Ansonsten sieht das nämlich ziemlich blöd aus. Haben wir die Ecke auch abgegrast. Bleibt nur noch dieser Weg. Fünfmal getroffen vom Schwert ist der blaue Wächter nichts mehr wert. Dreimal rot, fünfmal blau. Ja, ich weiß es nicht, also in diesem Turm haben wir es mit den Rätseln echt gespart. Lebenssaft haben die gedroppt. So wollte ich das haben. Blöden Stiere. Psst. Was soll man dazu sagen? Ganz ehrlich, das kommt mir von den Rätseln her so ein bisschen vor wie so ein Tutorial-Turm. Weil, was, also da kannst du ja eigentlich gar nichts zu sagen. Habe ich das Gefühl, dass es hier zum Endboss geht. Und wir erstmal in die andere Tür reingemusst hätten. Oh, nice. Nice. Schön, 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 schön. Genau sowas haben wir gebraucht. Sterbt ihr Fröschchen, wir nähern uns dem Endboss. Diese Smiley-Türen. Ganz ehrlich. Wieso war das kein Hinterhalt für mich? Mies. Jetzt kommen die nämlich dran und dann töten die wieder Yuri.
Schön. Das lief doch ganz glatt. Oh nein, wir drei. Oh nein. Ich hoffe, dass wenigstens dieser Blitz irgendwas abzieht. Nee, Mann. Okay, wenigstens etwas. What? Der Todeszauber hat alle drei gekillt, Mann. Speicherpunkt. Ja, dann sind wir wohl direkt vor unserem lieben Gales. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir unten die andere Tür noch reingemusst hätten. Wahrscheinlich, weil wir noch keinen Schlüssel gefunden haben. Einzelne Dinge mal verprügeln. Ah ja. Gut, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Ich will wissen, was in dieser Tür drin gewesen ist. Was sollte direkt hier drunter sein? Waren wir hier schon? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Nur lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Okay, da wir die Viecher töten müssen, um reinzukommen. Waren wir hier, glaube ich, noch nicht? So. Haut die Schnecke um. Danach noch das andere Vieh. Das war, glaube ich, wieder so ein komisches Steinwurm-Dingsbums. Genau. Juri hat überlebt, wird jetzt aber wahrscheinlich fliehen im nächsten Zug. Was sehr, sehr schade ist. Ja. So,
Was haben wir hier denn Schönes drin? Ne? Oh, wieder ein Monster, Mann. Alter. Gott sei Dank ist das gestorben. Dann bist du auch Matsch. Dann holst du mir nur noch eins. So, Juri, du fließt bitte nicht. Genau. Sonst macht es uns nämlich nicht gerade einfach, dich hochzuleveln, wenn du nach jedem Kampf keine Experience kriegst, weil du dich verpisst. Ja. Gut, wie ich es mir gedacht habe. Wären wir oben wahrscheinlich eh nicht weitergekommen. Heilsirup, ganz genau. Von euch bin ich eigentlich kuriert. Was? Ach, man sollte sich die Wege merken, ja. Wieder kein Hinterhalt für mich. Mensch. Ihr könnt doch nicht immer Juri schlagen. Die muss Level steigen, Leute. Juri flüchtet. Schnell heilen. Auf jeden Fall, dass wir wieder in einen Kampf reinkommen, den wir eigentlich gar nicht wollen. Ziemlich in Ruhe, du Stierding. Ach, wenn ich nicht wüsste, dass es mich direkt anrennt. Oh. Wir wollen doch jetzt nur zum Endboss. Lasst mich in Ruhe, ihr komischen Stier, und hört auf, Juri zu schlagen. Nein. Juri flüchtet, ja. Müssen wir es halt auf diese Art und Weise machen.
nächste Treppe. Und dann machen wir uns jetzt mit Schlüssel Richtung Endboss. So, zweimal speichern reicht. Wollen wir uns noch dieses ominöse Rennen angucken, was uns hier angekündigt wird. So, ich hatte mal schon platt gemacht. Was haben wir denn hier Schönes? Das habe ich zwar jetzt nicht so ganz verstanden, was da passiert ist. Bitte? Ein Rätsel zu lösen, ohne es zu verstehen, ist jetzt zwar nicht ganz Sinn und Zweck, glaube ich, aber... wenn sie es uns so auf dem Silbertablett servieren. Gibt's jetzt hier noch was zu tun? Kein Monster, keine rissige Wand, nichts. Okay. Ahnenturm heißt das Ding, sehe ich gerade. Ja, ich weiß, es ist mir früh aufgefallen, nachdem wir jetzt fast durch haben, aber... besser spät als nie, wie es so schön heißt. Ach, ihr lernt es nicht, dass ihr Yuri in Ruhe lassen sollt, oder? Wird die nie Level steigen, Mann. Das wird echt ein Krampf. Schon wieder ein Lebenssaft. Dann machen wir unsere Schlüsseltür. Mit offensichtlich der letzten Treppe des Turms. Machen wir ihn den zweiten Kampf gegen unseren lieben Gardes. Mit dem Kampf die Abwehr, okay. Moment mal. Als erstes werden wir wahrscheinlich sowieso nicht drankommen, deswegen sparen wir uns das Ganze einfach mal. Aber wir werden uns ein bisschen Panzerung geben. Zaubers just in case, dass er mit dem Zerstörer anfängt, direkt eine Ego-Kraft und du gibst uns auch nochmal einen Panzer. Ja, das... sie ist nicht geflohen, das ist aber tapfer. Und Guy hat sie geheilt, das sieht doch ganz gut aus. Mal 60 Armor verschafft. Noch ein bisschen Damage. Ich glaube, Magieabwehr von uns konnten wir leider nicht erhöhen. Das hat, glaube ich, keiner. Doch, Aura-Schild. Aura-Höhe.
Magieabwehr. Nur für ein Ziel, okay? Na, aber jetzt wird er wahrscheinlich fliehen. Ja. Nochmal eine Furie. Du machst eine Ego-Kraft. Du gibst jetzt Guy einen Aura-Schutz. Bis wir sie alle einmal durchgemacht haben damit. Und dann gehen wir ans Eingemachte. So, Guy auch gebufft. Dann kommt die letzte Furie, auch wenn sie so viel nicht mehr bringt. Du schlägst schon mal zu. Gibst dir noch den Buff. So. 274. Muss die Schnelligkeit, okay. Gut, dann wollen wir mal eine Runde zuschlagen und gucken, was passiert. Ja, das lässt sich doch aushalten. Ja, wieso zieht Maxim so wenig ab? Geil, 308 mit einem normalen Schlag. Healst einmal. So was, auch eine Wasserfontäne. What? Okay, ich hoffe, er macht das jetzt nicht nochmal. Du brauchst garantiert einen Double hier in diesem Zug. So geil, du musst den Zerstörer überleben, was du aber glaube ich tust. Das hat die glaube ich 60 oder so abgezogen. 63, schön. Gar nicht so einfach ohne den richtigen Heiler. So, können wir diese Runde einmal komplett draufschlagen. Damit sollte er uns jetzt nicht direkt in die Knie zwingen. Autsch. Der Level gar nicht umgekippt. Gut, dann sollten jetzt wieder alle voll sein, beziehungsweise Guy sollte fast voll sein. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Aushalten tut er ja. Ach, schon wieder Verwüstung auf Guy. Ja, gut. So viel hat er dann doch nicht ausgehalten. Unser lieber Gardes.
tolle Begründung. Gut, dann mal los. Oh nee, jetzt noch Monster. Gut, durch dieses ganze Gekämpfe zieht sich der Part doch ein bisschen länger, als ich anfangs erwartet habe. Ich habe gedacht, wir nehmen mal ganz fix durch. Oh, sind noch diese blöden Rüstungen. Eigentlich null Bock auf die, aber was sein muss, muss sein. Ach nee, damit flieht Yuri wieder. Aber gut, was anderes ist in den Kämpfen gar nichts. Ah gut, sie wird sogar gekillt. Da können wir sowieso nichts gegen tun. Ich hoffe einfach, die sterben jetzt wenigstens von dem zweiten Blitz. Dass es jetzt hier nicht so 150 Jahre dauert. Natürlich überleben sie. Ach du grüne neune Mann. Kein Kommentar. Von denen kommen nicht noch mehr, Mann. Ist ja nicht auszuhalten. So. Keine Ahnung, was uns das gebracht hat. Lass uns einfach mal so. Ja, gut, dann wissen wir es spätestens jetzt. Okay. Können wir offensichtlich noch gar nichts machen. Das ist wohl der Endraum, wo wir dann jetzt endlich das Ganze stoppen. So. Pfeile scheuen die Blauen sehr, stand da. Da ist eine rote. Gehen wir erstmal oben rein. Oh, noch so eine blöde Kutte. Es ist nur eine, Gott sei Dank. ...70 hat's abgezogen. Willst du mich veralbern?
Alter! Schön! Okay. Damit können wir leben. Mit Bomben um die Ohren fliegen, okay. Wir haben Gott sei Dank zwei Mobblitz zur Verfügung. So, bitte fliehe nicht. Genau, schön. Damit sollten diese beiden Kutten wenigstens Matsch sein. Schön. Dann holen wir uns noch diesen komischen Nervendolch. Zack. Auch kaputt. Todespanzer hat's gedroppt. Ja, das wollen wir mal sehen gegen diese komischen Kunden. So ist das schön. Das gefällt mir. Zauberbikini. Gut, damit haben wir Seite 1 durch. Dich haben wir schon verprügelt. Hier unten brauchten wir dann ein Bömmchen. Für dich. Noch ein Speicherpunkt. Weiß jetzt zwar nicht, wofür der gut sein soll. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Endboss. Das würde wohl echt den Rahmen sprengen. Ja, toll, eine Aussichtsplattform. Soll's. Damit haben wir dann, glaube ich, jetzt alles abgeschlossen. Müssen wir nur noch runtergehen. Ich vermute mal, dass diese Statuen da jetzt auch zerbröselt sind unten und diese Pfeiler weg sind. Und dass wir damit den Schalter umlegen können, der das Ganze hier stoppt. Ja, das dachte ich mir.
Vor allem, er nennt sie einfach kleines Mädchen. Tja, ist unser lieber Deka doch nicht so auf den Kopf gefallen, zumindest was die Frauen angeht. Jetzt kriegen wir noch einen Abspann. Thank you.
Ziemlich langer Abspann. Befehle von oben, sagt er. Okay, damit ist er zu Ende. Gab jetzt nicht so viel zu reden dabei. Wir wollten uns das einfach mal angucken. Gut, dann quatschen wir hier noch ganz schnell an. Gebe ich jetzt ein bisschen Gas mit. Das heißt also, wenn ihr das nicht lesen könnt, einfach mal ganz kurz Pause drücken. Wir haben ja schon fast den 2-Stunden-Rahmen gesprengt. Das hat ja wirklich ewig gedauert, glaube ich. Und dabei sah das am Anfang so schnell aus. Glaube ich alle. Nur noch die eine Frau da oben. Hä, ist das jetzt eigentlich unser Haus? Nee. Ja gut, dann haben wir es geschafft.
Hat wie gesagt ein bisschen länger gedauert, aber was soll's. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part. Ist ja gerade einiges passiert, so auf Ach und Krach. Erst wird das Baby geboren, dann wird es direkt geklaut. Aber gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.